wenn ich Sie bitten würde, diese beiden Zahlen schriftlich zu multiplizieren. Und Sie würden sagen, ach nein, das liegt mir überhaupt nicht. Schriftliche Multiplikation, da können so viele Fehler passieren, da muss man das kleine 1x1 so gut können, da muss man 4 Zeilen schreiben und das dann auch noch alles addieren. Nein, nein, nein. Ich würde das ausrechnen, wenn ich dabei möglichst nur addieren und subtrahieren könnte. Den gleichen Gedanken hatte im Jahre 1514 ein gewisser Johannes Werner. Den sehen wir hier. Für ihn war das schriftliche Multiplizieren ebenfalls sehr mühsam und zeitraubend. Er kannte allerdings schon diese Formel, die wir heute so schreiben würden. Und er hatte gerade druckfrisch Sinustafeln auf seinen Arbeitstisch bekommen. Ja, das waren moderne Zeiten damals, zu Beginn der frühen Neuzeit. Werner kam also auf den Gedanken, diese Formel zum Multiplizieren zu benutzen. Sie werden einwenden, dass dazu eine Formel aus der Trigonometrie nicht gerade geeignet sei, weil wir es bei unserer Aufgabe ja nicht mit Winkeln zu tun haben. Aber wer sagt denn, dass diese zwei Zahlen nicht Sinuswerte von Winkeln sind? Niemand sagt das. Wir haben also links die Multiplikation, die wir nicht machen wollten, die auch Herr Werner nicht machen wollte, und rechts wird nur addiert und subtrahiert. Werner nannte das die prostaphairetische Methode, nach den altgriechischen Wörtern für Addition und Subtraktion. Er schrieb die Formel in dieser Form, sodass er mit seinen Sinustafeln rechnen konnte. Das geht, weil ja der Cosinus nur ein verschobener Sinus ist, wenn man sich die Graphen anschaut. Jetzt brauchte er nur noch die Winkel einzusetzen, ein bisschen Plus und Minus zu rechnen und, naja gut, am Ende das Ergebnis noch durch 2 zu teilen, aber das zählt nicht, das kann man im Kopf machen. Was hinterher herauskommt nach Werners Methode, ist tatsächlich das Produkt unserer beiden Zahlen. Wenn man das ein bisschen geübt hat, geht das eventuell auch heute noch schneller als das schriftliche Multiplizieren. Werners Methode hat sich unter den damaligen Naturwissenschaftlern sehr schnell durchgesetzt. Sie war allerdings nur für genau 30 Jahre in Gebrauch, denn dann, im Jahre 1544, hatte man gelernt, mit Logarithmen zu rechnen. Das Kuriose an der Sache ist nun, und hauptsächlich deshalb erzähle ich das hier, dass meine Generation, die etwa 460 Jahre später, also gegen Ende der frühen Neuzeit, in den Schulbänken saß, immer noch diese Tafeln benutzt hat. Bis man etwa um diese